herzlich willkommen zurück zu. Ja, was spielen wir denn? Ghost Recon. Alter, da unten geht's ja ab. Voll der fette Konvoi. Der steht da einfach so. Was macht die denn da? Ja, egal. Ja, wir wollen die Journalistin retten. So wie ich es kenne, wird die wahrscheinlich schon tot sein. Auf jeden Fall ist die da sehr gefährlich unterwegs. Wir nähern uns der Stelle, an der die Journalistin zuletzt gesehen wurde. Spüren wir sie auf und finden heraus, was sie über die Vermissten weiß. Wir sollten damit rechnen, dass das Kartell sie auch sucht. Das auf jeden Fall. mir steckt so eine Gatling im Kopf. Ah, okay, sie ist da. Super, cool. Ich dachte echt nicht, dass sie da ist. Sie ist nicht da. Hey. Hola, camaradas. Was willst du, Gringo? Wir suchen eine Journalistin namens Lupe Vera. Wir auch, aber es ist zu spät. Das Kartell hat sie. Sie haben sie in ihr Lager gebracht. Rettung geplant? Ja, aber das wäre Selbstmord. Der Außenposten ist schwer bewacht. Ich habe nicht genug Männer. Jetzt schon. Wir müssen zu Vera, ganz egal wie. Dann los! Wir haben nicht viel Zeit, Hermanos, andele! Wir haben nicht viel Zeit. Los, machen wir mal. Ja, war irgendwie klar, dass die da unten ist. Okay. Es ist zu schwer bewacht. Zu schwer bewacht gibt's für uns nicht. Da ist noch ein Tango. Ich sehe einen Scharfschützen. Markiere einen Hauptmann. Zu schwer bewacht. Oh. Hier ist Ziel Nummer 5. Hier waren wir schon mal. Da oben haben wir alles platt gemacht. Hier haben wir alles schon platt gemacht. Warte, da drüben waren noch zwei. Scharfschütze im Tor. Genau. Da war noch einer drin. Der im Haus. Dann waren... Ich kick erstmal den Sniper raus. Wir sind 200 Meter. So, das war... Alles gut. Ja, ich weiß. Also mit mir ist alles gut. So. Der ist auf dem Dach, das heißt... Der wird nicht gesehen. Warte, ich mach noch mal Drohne, weil ich glaube, da gab's noch ein. Nee, gab's nicht. Ich dachte, markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich dachte, da gab's noch ein. Genau, hier drin gab's noch ein. Aber ja. Wir sind jetzt bei 10. Ich dachte, es gab ja noch ein Notsignal. Notruf, klar. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Okay, alles klar. Wir können mal jetzt alles sneaky peaky ausräumen. Also jetzt nicht mit Sniper, das hat ja letztes Mal saugut geklappt, sondern... Uiuiui, was ist mit der Heizung los? Sondern ganz schön leise im Nahkampf. Mal schauen, ob es funktioniert.
Weil an sich haben wir ja alle markiert. Alles okay. Ja, das lief sehr gut. So. Da drüben sind zwei drin. Da ist einer. Ich schieße immer viel zu langsam. Die sehen mich immer alle. Okay, genau auf der anderen Seite hier steht einer. Aber da steht auch einer. Da ist ein Sicario. Drüben bei der Sandsackstellung. Wie ihr labert. Ich gehe mal kurz hier hoch. Ich bin unterwegs. Suche eine gute Position. Verstanden. Unterwegs. Hab das Ziel. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Hab ihn. Ich schieße auf die Ärsche. Okay, ich glaube, das passt. Tja, das ist gut, dass mit der Pistole. Lass mich hier raus. Ja, ja. Hier, hermano. Mire para acá. Por favor. Necesitamos ayuda. Ay, no saben cuánto los espero. Ja, wir kommen gleich wieder. Gracias. Gracias. Sabía que alguien nos rescataría. Okay, da kommt jetzt einer. Noch ein Tango. Ja, geil, ne? Sollte jetzt okay sein. Beziehungsweise, also nicht geil, weil die haben uns sehr oft gesehen, aber okay. No quiero que nos escuchen, pero sepa que usted es mi hermano para siempre. Llevamos días sin comer, abre esa puerta y yo se lo pagará. Gracias. Oh, scheiße, ist das schön, frei zu sein. Die Journalistin? Mi llamo Lupe Vera. Bin aber nicht sicher, ob ich nach diesem Scheiß bei dem Job bleibe. Vera hat mich gerettet. Wir gehören zu Pacatari. Haben Sie vielleicht Informationen über die vermissten Personen? Da ist ein Rebellenunterschlupf in der Nähe. Alles, was ich über Los Desaparecidos habe, ist dort. Holen wir es uns. Nicht so laut, Jungs.
Okay. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Aber cool, dass die uns folgt. Also nicht schlecht. Gut, hier kommen wir raus. So, jetzt wieder da hoch. Da müssen wir sowieso hoch wegen unserem Helikopter. Aber ja, so geht's auf jeden Fall auch. Nur zweimal hatten wir echt Glück. Das ist ja gar nicht hier. Rebellenlager. Hm. Dann fliegen wir mal dahin. Könnte sein, dass da Stress gibt. Und ich will den Helikopter behalten, weil der ist gut. Ich fliege. Checkt ihr das? Ich sitze, los geht's. Ja, super. Ist klüger als so manchmal meine Soldaten. Verschleppt, nicht nur vom Kartell. Die Unidad nicht auch mit. Einige Offiziere foltern und töten Unschuldige. Und dann schicken sie die Beweise hierhin für Entsorgung. Santa Blanca tötet ständig Menschen und hinterlässt überall Leichen. Es interessiert keinen, wenn ein Sicario vom anderen Kartell stirbt. Die töten einen Polizisten? Gehört zum Drogenkrieg. Aber die Verschwundenen, los Desaparecidos, also die ganzen Priester, die ganzen Journalisten, die etwas Schlechtes über das Kartell sagen, alle Studenten, Busfahrer, Marschfrauen, alle, die gegen sie auch nur aussagen könnten, das ist nicht nur der Drogenkrieg. Das ist eine Story. Oh, in der Tat, muss es sein. Denn wenn die Bolivianer nur von einem Bruchteil der Morde erführen, die das Kartell und die Unidad begangen haben, käme es zum Aufstand. Die Rebellen erhielten großen Zulauf und, Mann, vielleicht würde man sogar Aufmerksamkeit erregen. Gut. Hier, ich wollte die jetzt nicht unterbrechen. Das Versteck ist gleich davor. Gut. Zeigen Sie uns die Infos über die Vermissten aus San Mateo. Wir müssen dem ein Ende setzen. Achso, ich muss da rein. Ey, nicht streiten, nicht streiten hier. Danke. Und jetzt? Achso. Man kann davon ausgehen, dass Los Desaparecidos, also die Vermissten, ermordet wurden. Ich habe Notizen über den Truck, der für den Leichentransport benutzt wird. Es heißt, er hat einen Fahrplan, wie die verdammte Scheißmüllabfuhr. Mehr nicht? Gibt's eine Route? Einen Zeitplan? Keine Einzelheiten. Oje, amigo, bis hierhin war's echt schon schwer genug. Der letzte Halt des Trucks war da, wo das Kartell die Leichen entsorgt. Mehr weiß ich nicht. Okay, fotografieren. Na, ja, zwei Seiten von dem Stapel reicht. Es gibt Dutzende Familien, Hunderte, die wissen wollen, was mit ihren Liebsten passiert ist. Wenn wir Antworten haben, können Sie sie verbreiten. Adios und gracias. Gut. Das war mal eine coole Story. Also, ich werde hier auf Bagatari warten. Ihr solltet den Truck finden. Mhm. Dann das wollen wir auch machen. Truck finden. Einsätze. Nein. Nein. Hier. Wie habe ich das vorhin gemacht? Neu starten. Nein. Hochrangige Rebellen gefangen und verhört. Befreien Sie die Gefangenen und finden Sie etwas von ihr. Vermisste Personen.
Dort hat sie uns von dem Todestruck berichtet, den der das Kartell benutzt. Und Leichen. Okay. Ja, aber weiter geht's nicht. Das Kartell hält wichtige Gefangene in einem Lager in den Bergen namens La Caselle del Pueblo gefangen. Befreien Sie die Gefangenen und finden Sie etwas über die Vermissten heraus. Ja, das machen wir dann mal. Alles sehr dubios. Nom nom. Oh, geil. Das ist da drin. Okay, das ist leicht geil. Das ist richtig cool. Sniper Action. Aber ich komme wohl nicht mehr hier raus. Hier hoch. Die Drohne ist oben. Warte, waren wir hier nicht auch schon? Nee. Oder? Nee, glaub nicht. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Ich glaube, die haben mehrere Alarmsicherungen. Scharfschütze im Tor. Oder mir ist eine. Ein zweites Ziel. So, hier sind ganz viele. Aber ein drittes Ziel. Liegen wahrscheinlich alle im Bett. Bei einer Anlage dieser Größe entriegeln sich die Zellen bei Stromausfall wahrscheinlich automatisch. Also tot im Generator? Zuerst mal finden. Also los. Mit dem sind's fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Könnte man eine Handgranate reinwerfen. Natürlich ganz human. Aufpassen, da ist ein Geschütz. Da ist noch einer. Mach 10. Ich sehe einen Hauptmann. Okay. Ich würde sagen, erstmal. Deaktiviert. Okay, Nummer 1. Da kommen wir nicht hin. Ich schau mal. Ja, der kommt gleich. Der kommt gleich noch. Viele Vögel hier. Also neben dem Helikopter. Ach, jetzt kommt schon. Kleiner Knirps, du. Da weiß ich nicht, ob der. Ja, nee. Da muss ich warten, bis die weg sind. Dann kann ich den Alarm auch ausmachen. Den Alarm ausgeschaltet. Hast du fein gemacht. So, was ist jetzt mit dir, hä? Nee, wir müssen irgendwie runterkommen, ne? Fallschirmabwurf. Punkt.
Irgendwie müssen wir runterkommen. Ja, war vielleicht nicht ganz so cool. So, dann ist es nicht ganz so auffällig. Ja, hier kann man runter. Das ist gut. Da vorne sind noch welche. Ich sehe die gerade nicht. Ist gar nicht so weit weg. Wo ist denn der? Irgendwo da muss noch sein. Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da überhaupt nichts. Ein Scharfschütze. Wir können weiter. Ach Gott. Wie lustig. Das war ein Scharfschütze. Und der hat... Ich stand im Licht und der hat mich nicht gesehen. Naja. Blöd, ne? Aber naja, wenn er uns gesehen hätte, wäre ja. Hätte ich ja gesehen, wo er mich. Oder woher. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, das ist anzunehmen. Woher er mich gesehen hat. Und da hätte ich ihn weggesnippet. Mit der Pistole. So, da sind noch ein paar. Die will ich alle haben. Beziehungsweise da ist noch einer. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ey, Sniper auf dem Dach. Auf dem Dach, ja. Das ist natürlich nicht so geil. Da in dem Gebäude sind viele. Hier muss noch irgendwo einer sein. Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist jetzt einer mit Maschinenpistolen. Sehr schön. Zum Glück habe ich den nicht erschossen, ne? So. Gut, dann werden wir mal... das war zu tief. Dann werde ich mal... ein bisschen näher gehen. Weil die sehen sich alle. Bisschen blöd. Bisschen unpraktisch.
die beiden werde ich dann auch begrüßen. Zuerst gesehen. So ein Schummler. Okay, dann den bei dem Geschütz. Ja, der hat's fast gesehen, beziehungsweise der hat's, glaube ich, gesehen. Der Scharfschütze. Der hat's gehört. Glaube ich. So, wie soll ich die vier hier platt machen? Wie soll ich die platt machen? Ich gehe mal da unten darüber. Dieses Viererhaus ist sehr unpraktisch. Geh in Position. Okay, ich brauche eine bessere Position. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel markiert. Ziel verloren. Verstanden. Brauche eine neue Position. Los, Jungs. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Erledigt. Gut. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir die ganzen Drohne fliegt. Leute hier in dem Gebäude. Ah, in dem Gebäude. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Oder markieren. Mit mutierter Waffe. Mit mutierter Waffe, das ist aber schlecht. Cool, hier kann man reinschauen. Ich sehe 10. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ah, die essen alle. Amphi. Ich habe einen nicht. Ah, hier. So, sehr schön. Ja, Raketenwerfer zweimal rein und dann gut ist. Aber ja, wir wollen es ja stealthy machen. Die Frage ist, ob wir das können. Die Frage der Fragen. Können wir das oder nicht? Vor allem, weil die ziemlich ziemlich unpraktisch da sind. Ich will das mal mit der Handgranate probieren. Ich glaube, das könnte echt lustig sein. Ob
abgesehen davon, dass alle uns dann hören, aber es könnte lustig sein. Es sind vier drin. Roger, ich gehe. Lass mich in Position gehen. Unterwegs. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Fuck, greife an. Die sehen ein bisschen aber ein. Geil. Meine Seite ist sauber. Wenn das nicht gut war? Ach. Der kann mich mal. Wo? Wo? Die können mich mal kreuzweise. Das war doch gut. Das war doch saugut. Ach. Wir haben es nicht aufgescheucht, deine Oma hat sie aufgescheucht. Am besten, wir nähern uns von oben. Passt auf, wo ihr hinschießt, wenn wir sie attackieren. Die Befreiung der Gefangenen hat Priorität. Los. Schau, hier ist die Alarmanlage, aber wer hat die Alarmanlage getriggert? Sowas gab's gar nicht. Alle, die irgendwas triggern hätten können, sind tot. Was ein Schmarrn. Ich hole meinen Anwalt. Du bist blind. Vielleicht war das auch gescriptet. Hier sind ein paar Narcos. Neben dem Benzinfass. Heli im Anflug. Aber vielleicht war das wirklich gescriptet, damit wir nicht so easy hier rein und raus spazieren können. Weil ich würde, bevor wir das aktivieren, würde ich alle ausschalten. Da ist der Heli. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Erledigt, meinst du?
Okay. Da kommt ein Heli. Kannst du da nicht hoch? Hoch? Wo schaust du denn hin? Auf jeden Fall nicht. Warte, die sehen dich. Wer sieht mich? Wo? Was sieht mich? Achso, hier ist ja irgendwo irgendwas. Hi. So. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Nein, da ist auch noch irgendwo einer. Sehr schön. Da kommt gleich noch ein nächstes Opfer. Hubschrauber im Anflug. Okay, nichts passiert. Doch, ein Mensch ist gestorben. Checkt das der Helikopter jetzt? Vielleicht. So. Viele gibt es ja hier unten jetzt nicht mehr, ne? Die ganzen Scharfschützen sind weg. Bis auf einen. Schauen. In erster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Ach. So. Oh Mann, das war vielleicht ein Trubel. Ein Trubel. Heli im Anflug. Ist jetzt die ganze Zeit der Shoot-Heli hier. Naja, solange der uns noch sieht. Ich weiß nicht, also logisch gesehen müsste ich da durchschießen können. Sag ich doch, logisch gesehen. Cool. Okay, da sind irgendwie noch zwei. Und einen kann ich nicht sehen. So, deaktivieren Sie den Generator zum Gefängnis. Das war knapp.
Feind markiert. In dem Anschluss. Hubschrauber, auf den Boden. Nein. Nein. Oh, verdammt. Ich will meine Waffe zurückhaben. War das die da? Nee. Wo ist mein Sniper? Da ist mein Sniper. Gut. Okay. An sich könnten wir die auch kicken, aber warte, das macht ihr. Okay, bin unterwegs. Eine gute Position. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Hab das Ziel. Na? Wieso kann ich nicht springen? Special Forces und kann nicht springen. Kann loslegen. Ja, also. Kein Ziel. Ich lege an. Feind am Boden. Was für ein Troll. Schrauber im Anflug. Ja, okay. Auf den Boden, Hubschrauber! Oh Mann. Alles im Ziel und dann drücke ich gerade und dann sagt er so, kein Ziel mehr. Zum Glück hat er das dann noch. Alles trotzdem klar bei uns. Generator ist aus, die Zellen sollten offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Vielleicht hat er Hinweise zu den Verschwundenen. Hey! Bleib stehen, Mann. Hey, Sie müssten mir hier mal helfen. Wir wollten herausfinden, was mit den Leuten passiert, die in San Mateo verschwinden. Was ihm passiert ist, El Pozolero. Eintopfmacher? Was macht er mit den Leichen? Wo sind die? Er stopft die Leichen einfach in Ölfässer und dann übergießt er sie mit Lechia. Wie sagt man bei Ihnen? Lauge. Natronlauge. Sie, Sosa Caustica. Innerhalb weniger Tage werden die Leichen in den Ölfässern. Naja, es sind keine Leichen mehr da. Jetzt haben wir einen Namen. Wir brauchen mehr über El Pozolero und wie wir ihn schnappen können. Er ist der Einzige, der weiß, wo die Überreste zu finden sind. Nomad, ich habe mir die Akten angesehen, die Sie aus Rosario geschafft haben. Da steht nichts über vermisste Personen. Irgendwas über El Pozolero? Wir haben eine Beschreibung des Trucks, der die Lieferungen macht, aber nichts über Route oder Zeitplan. Es ist so, als ob der Wagen durchs Land fährt und jeder, der einsteigt, verschwindet. Das ist erklärbar. Hier in den Akten sind die Informationen über die Route des Trucks. Ich schicke sie Ihnen. Schnappen Sie sich den Fahrer und finden Sie sein Endziel heraus. Dort dürften die Überreste sein. Klar. Irgendwo da. Warte. Ja. Irgendwo da oben gibt es eine Datei. Frage, wie komme ich da hoch? Na, wie komme ich da hoch? Da ist eine Waffe. Gut, alles klar bei uns. Hier ist deine Waffenkiste.
Passt gut zu meinen Stiefeln. Oh. Hm. Was ist jetzt neu? Da stand Scharfschützengewehr, oder? 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 Da stand gerade Scharfschützengewehr. Ich schwöre, ich habe Scharfschützengewehr gelesen. Das ist ja dieses hässliche. Hier, das da, ne? Ja, ist das das? Ja, ich glaube, das war's, aber das ist nicht ganz so Reichweite. Entfernungsmesser. Mhm. Lauf, langer Lauf. Mündung. Präzision ist halt auch geil. Aber wir machen es Schalldämpfer. Nein. Das ist zu weiß. Okay, und was ist von den beiden jetzt? Hm. Okay, warte, ich schieß mal kurz mit dem. Schon eigentlich auch geil. Oh. Aber die Präzision ist nicht so gut, ne? Präzision ist halt bei dem sehr viel besser. Natürlich, Feuerrate ist nicht so gut. Handhabbarkeit ist besser. Geräuschminderung ist nicht so gut. Durchdringung ist auch nicht so gut. Und ich sehe gerade, wir spielen schon wieder seit einer Stunde. Ich probiere mal das G28 aus, weil es auch von der Bundeswehr ein bisschen ist. Und genau. Dann schauen wir mal. Wir müssen noch irgendwo irgendwie darauf. Oder darauf. Ich glaube, das ist da oben. Sauber, alles sauber. Gut. Wenn alles sauber ist, ist ja schön.
komme, glaube ich, hier hinten nach da. Kann das sein? Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und mal schauen, ob wir den Sniper behalten oder nicht. Macht's gut, bye bye.